Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und heute habe ich für euch mal wieder eine Rezension. Und zwar möchte ich mit euch über Ex-Hex von Aaron Sterling sprechen. Das ist im Heine Verlag erschienen als broschierte Ausgabe für 15 Euro. Und ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar vom Bloggerportal zugeschickt bekommen, also von der Penguin Random House Verlagsgruppe. Und habe natürlich das Buch jetzt mittlerweile gelesen und ich möchte euch einfach ganz kurz erzählen, worum es geht und anschließend meine Meinung zu dem Buch. In diesem Buch haben wir Reese Penhallow und Vivian Jones. Vivian Jones und Reese, die haben so eine wunderschöne, dreimonatige, lange Beziehung, sind total verliebt ineinander, können die Finger nicht voneinander lassen und plötzlich erfährt Vivi ein Geheimnis von Reese, das die ganze Beziehung zerstört. Vivi verlässt ihn und Reese kehrt zu seinem Vater zurück. Nach Wales. Ich glaube, nach Wales war das. Was ihr vielleicht wissen solltet, Vivi ist eine Hexe. Und weil sie so wütend auf ihn ist, dass er sie so verletzt und sie so enttäuscht hat und so hintergangen hat, spricht sie einen Fluch auf ihn aus. Sie glaubt zuerst natürlich, dass das keine Wirkung haben wird. Denn obwohl sie eine Hexe ist, glaubt sie nicht dran, dass sie besonders große Fähigkeiten hat und deshalb glaubt sie auch nicht, dass dieser Fluch tatsächlich passiert. Und deshalb macht sie sich auch weiterhin keine Gedanken. Und dann haben wir 9 Jahre später. Und aus einem ganz bestimmten Grund kehrt Reese zurück. Der muss nämlich die Ley-Linien auf, also die Kraftlinien in dem Ort aufladen mit seiner Magie. Und er kehrt zurück und es geht alles drunter und drüber. Und es scheint so, als würde der Fluch jetzt seine Macht entfalten und es geht dann darum, dass die beiden eine Möglichkeit finden müssen, diesen Fluch zu brechen. Und dabei begleiten wir sie. Ich habe, als ich die Geschichte angefragt habe und als ich den Klappentext gelesen habe, eine kurzweilige, eine leichte, romantische, witzige, magische Geschichte erwartet und ich muss euch sagen, genau das habe ich auch bekommen. Es ist eine super leichte Geschichte, der Schreibstil ist so easy, dass man einfach durchfliegt, man merkt nicht, wie die Seiten so einfach dahin rauschen. Es ist super fesselnd, es ist super leicht, es ist ja so spannend, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es hat schon seinen Handlungsstrang und der ist dann auch schon spannend zu verfolgen und es ist romantisch, es ist es knistert zwischen den beiden, es ist sehr anziehend, es ist eine Geschichte Back to the Ex und eine ziemlich gute Umsetzung davon, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch dann, wie dieser Fluch in das Ganze noch mit eingewoben wurde und dass das zu diesem Romance-Aspekt nochmal so einen spannenden Handlungsstrang gab. Und das hat mir auch super, super gut gefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kann diese Rezension noch nicht ewig lang reden, denn ich habe tatsächlich an dem Buch nichts auszusetzen. Deswegen kann ich euch eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen, als lest dieses Buch. Es macht super viel Spaß. Es ist seinen Hype wert. Es war ja auch schon im englischsprachigen Raum total gehypt. Das habe ich noch mitbekommen. Und dementsprechend war ich sehr, sehr neugierig. Und es hat mich einfach überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Buch mich so fesseln könnte. Ich habe es super schnell weggelesen. Ich habe die Protagonistin gemocht. Sie war total verrückt, quirlig, ein bunter Vogel. Sie hat mir super, super gut gefallen. Und ich mochte auch Reese, der, wie man ganz schnell merkt, sehr große Gefühle für Vivian hegt. Und dass er auch so ein bisschen der ganzen Vergangenheit hinterher trauert, wie alles gelaufen ist. Und das ist super, super süß, super spannend, super interessant zu verfolgen. Es ist sehr harmonisch, sehr, wie soll ich sagen? Es hat halt diese Atmosphäre, die mir sehr, sehr gut gefallen hat an der Geschichte. Das Ende, die Auflösung fand ich auch ganz gut. Ich hatte zum Schluss noch ein bisschen Angst, dass das dann zu einfach gelöst worden wäre. Als ich dann zum Ende kam, habe ich dann halt gedacht, so, oh nee, so einfach wird das jetzt gelöst. Und dann gab es da doch noch die eine oder andere Sache, die denen so im Weg stand. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dementsprechend im Großen und Ganzen habe ich dem Buch 5 Sterne gegeben, denn ich habe zwischendrin überlegt, werden es 5 Sterne? Wird es ein Highlight? Also es ist zwar ein 5-Sterne-Buch, ich weiß noch nicht, ob es ein Highlight wird. Das kann ich erst sagen, wenn das Buch sich nochmal sacken lassen hat. Aber so mein erster Eindruck, ich habe nichts an der Geschichte auszusetzen, rein gar nichts. Ich mochte den Schreibstil, der super easy, super rasant, super leicht war. Ich mochte die Liebesgeschichte, die geknistert hat, die romantisch war und die auch relativ schnell auch wieder
ins Spiel kam. Also wir mussten nicht lange warten, bis da zwischen den beiden wieder was gefunkt hat. Wir haben hier nicht so viel hin und her und Streitigkeiten und Diskussionen. Wir merken, dass beide total hin und weg voneinander sind und da wird auch nicht viel rumdiskutiert. Es gibt zwar die ein oder andere Aussprache oder Momente, wo sie nochmal über die ganze Sache sprechen oder wo Vivian so ein bisschen stichelt, aber das ist absolut vertretbar. Es macht trotzdem super viel Spaß. Ich mochte beide Protagonisten, ich mochte die Nebencharaktere, besonders Gwyn hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ein sehr interessanter Charakter. Ich mochte die Entwicklung, ich mochte die Sachen, die dann in Bezug auf den Fluch dann passiert sind und dementsprechend, ich kann euch einfach nicht mehr sagen, als greift zu diesem Buch. Wenn ihr eh schon Interesse an der Geschichte habt, dann los, lest sie. Und wenn ihr sie im Bücherregal stehen habt, dann greift dazu. Denn glaubt mir, sobald ihr es in der Hand habt, ihr habt es super schnell weggelesen und zumindest mal wieder ein Subbuch befreit. Und wie gesagt, für die, die es noch nicht zu Hause haben, ich kann es euch super empfehlen. Schaut euch nochmal den Klappentext an. Es ist wirklich super toll. Wenn ihr super leichte, romantische, knisternde, magische Liebesgeschichten mögt, dann seid ihr hier genau richtig und dementsprechend empfehle ich euch X-Hex super gerne. So, das war meine Rezension zu X-Hex. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss!